Jetzt wirklich, Mann? Ja, aber das ist ja auf der Seite. Ist es? Vom oh ja! Morgen, Jungs. Und Mädels. Jetzt spiele ich wieder hier an dem verkorksten Safe-Game weiter. Was? Wir gerade synchron das gesagt haben. Für eine riesen fucking Page. You can't, also jetzt dachte ich, weil es zu schwer ist. Zu ja, schmeiß die Glocke weg. Aber Leute zuerst. Ding dong und drop it. So, was ist da los? Something seems to have gone wrong. The moment I entered the forest, communication with the researchers was lost. My headset is playing soft music instead. It's very calming. The was? Was heißt das? The blue key is beautiful. Blue key. Blue key? Niemals. Nee, stimmt. Hue. Hue, ja. Farbton. Ja, is beautiful. And I've never felt more at ease in my life. Aha. Ist der voll auf Drogen oder was? Naja. Kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Wir haben jetzt gar keine Anleitung, ne? Wie Anleitung? Einleitung. Einleitung? Ja, hier, dass es das Safe Game vom letzten Mal ist und doch, auch vom vorletzten gesagt, Mal. Doch, ich habe gesagt, ich spiele das verkorkste Safe Game weiter, habe ich gesagt. Ja, aber das kann ja vieles heißen. Als das letzte Mal abgestürzt ist, als ich gespielt habe, als wir den Forest betreten haben, war scheinbar irgendein Sounddatei gefehlt. Die aber vorhanden ist, das haben wir gecheckt und jetzt haben wir es nochmal ausprobiert und jetzt geht's. Achtung, das ist das erste Mal, dass wir im Forest sind und es in HD aufnehmen. Was zur Hölle? Aber wieso sind die auch so im fucking Kreis gelaufen? So kann ich huge? Sagen. Ich hab die, nein. Ich hab die doch noch. Ich schmeiß die andere weg. Ist wieder so groß. Oder sind wir einfach klein im Forest? Kann das sein? Alter, das kann auch sein. Schmeiß ein anderes Item. I just noticed, but the path here is made of cobblestones. This is odd. I recall it being made of dirt when I first entered the forest. I'm hearing howls in the distance, but they don't seem aggressive. It's like they're calling me. Warm lights shine between the trees. My headset keeps playing music. Naja. Ist da irgendwie auf einem Acid-Trip oder sowas? Keine Ahnung, da hat hier irgendwas geschnüffelt auf jeden Fall. Schmeiß mal ein anderes Item. Die Hand oder so. Die Hand finden wir die wieder. Also, ja, oder? Findest du? Nee, die ist normal groß. Dann schmeiß mal den Ring. Ja, warum? Wenn er müsste ja alles wieder gefallen ist. Ja, nee, das ist dann normal groß. Er ist ein bisschen geslided. Alles normal huge. So, jetzt dürfte das blöde Viech nicht kommen, weil ich habe Angst. Haben wir die alte mit Gasmaske eigentlich? Setz mal die Maske auf, ob du dann mehr rennen kannst. Ja, oder? What oh the Gott! Fuck? Nix rennen! Jetzt hast du den Jagdinstinkt geweckt. Was mache ich jetzt? Wenn ich nicht mehr rennen kann, ist vorbei, ne? Dreh dich mal um. Nein, du kannst quasi im Kreis, rechts. Infinite jetzt rennen. Muss ich irgendwo mal rechts, oder meinst du, da gab es eine Abzweigung? That music though, ob du an dem vorbeikommst, du hast eine Pille. Nein, verdammt! Der muss sich ja zwei oder dreimal erwischen. Das heißt, wenn du einmal erwischt bist, nimmst du die Pille und kannst dann wieder wegrennen. Ja, was meinst du, warum es da zwei Wege gibt? Dass du dann zurücklaufen kannst in den anderen? Es gibt zwei Wege, ich glaube, das andere ist eine Sackgasse. Fuck, was ist das? Die Glocke, du Depp! Ah, die Glocke! Scheiße, jetzt müssen wir wieder ganz vorne starten, weißt du, wo ich mal? Ja, drei Räume davor, mein Gott. Oh, ob das heute noch was wird. Dann läute die Glocke und schmeiß sie jetzt gleich hier weg. Wenn du dann später nicht irritiert bist. Ja. Ja, Junge, oder? Hast du die Weste an? Zieh sie aus, weil dann kannst du wahrscheinlich auch besser rennen. Echt? Meinst du, das ist so? Erst wenn du auf der anderen Seite draußen bist, dann denk dran, wieder anzuziehen. Falls dann die anderen Faggots kommen. Das ist dein Lieblingswort, oder? Pass auf! Der weint nur ein bisschen. Guckst den fast an. Der fast an. Hab ihn getröstet. Aber nur fast. Wenn du so sagst. Ja, mach ich doch. Oh, der ist noch offen! Ja. Hä? Das kann doch gar nicht sein. What is going on here? Error. Los. Rein da. Soll ich hier gleich speichern?
Das, falls wir wieder verrecken. Falls es corrupted ist, würde ich es jetzt nicht ist machen. Zu spät. Aber, ja, hat nicht mal geladen. Jetzt ist schon der Game saved. Vor allem hat nicht mal geladen, ich lese die scheiß Note. Das haben wir die alle nehmen. Nimm sie, klick sie an und schmeiß sie wieder weg. Damit, vor allem vielleicht willst du die Gasmaske gleich aufsetzen? Ja, verdammt. Kurz warten. Guck mal, wie scheint sich die Stamina regenerated. Soll ich diesmal links gehen? Vielleicht kommt er dann gar nicht. Nee, weil wir haben das jetzt mal gecheckt. Es gibt einen Weg und das andere, es geht ein paar Meter rein, dann ist es eine Sackgasse. Das ist scheiße. Ich bin auch so dumm und bleib stehen, aber der war richtig schnell, ne? Ich bin durchgehend gerannt, der war immer noch hinter mir. Ja. Log Nummer 2. Vlog. Ja, müssen wir auch mal wieder machen. Wenn sich was ergibt. Ja. Ja. Ah ja, eigentlich ist der ganze Spaß. Also versuch dran vorbeizurennen, wirklich. Bist du echt? Ja. Wieso denn? Es geht nicht anders. Es geht natürlich anders, es sind zwei Wege jeweils. Also nicht jeweils, sondern es sind zwei Wege. Die führen beide zum Ziel. Hm. Echt hoch? Hm. Da geht's rechts schon. Hä? Warum wird's da so dunkel, verdammt? Siehst du es auch, Mann? Nö, was du meinst. Wird's immer dunkler? Heilig. Nimm mal die Maske ab. Ja, halt voll dicht irgendwie, der Nebel auch. Leute, was da los? Silent Hill. Ja, Mann. Ich kann nicht mal reden. Ist das ein Item da oben? Nee, das ist ein Stein. Oh, ist das. Oh! Oh! Alter! Ey, wenn wir so weitermachen, dann ist dieses Video nur so ein Test von diesem einen Room. Oh, Mann. Scheiße. Fuck shit. Alter, kommt's auch wieder ganz plötzlich. Ja, also. Also aber hast du gesehen, das war eine scheiß Sackgasse. Also dann links lang bei der Kreuzung. Ja. Ich nehme die jetzt nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, das ist eh kein Achievement. Was soll das für ein Achievement sein? Achievement? Ich bin gerade so mit der Maus abgerutscht. Und dann hat's wieder eine Stimme. Wie die Maus. Links, so. Auch eine Note. War wenig, ja, da kann man ja gar nicht so hoch wie von manchen Leuten. I know who you mean. bin ich überhaupt richtig? Wenn es dunkel wird, heißt es bestimmt, dass es eine Sackgasse ist. Ja, aber noch ist das korrekt, ja. Ich glaube, wenn jetzt nochmal eine Abzweigung kommt, gehe ich rechts. Du bist doch jetzt rechts gegangen. Nein, ich bin links gegangen, verdammt. Really? Ja. Glaube ich zumindest. Nein, du bist rechts gegangen. Ja! Sie. Freude! Unendliche. Safe. Freude. Oder? Willst du safen? Langsam, warte mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau war. Ja, wir müssen eh durch. Duft, duft, duft. Das ist Ninetale Fox. Nee, das ist das Bad. Das Bad? Ja. Er hätte so schon längst Bumm gemacht. Nein, das macht erst Bumm, wenn du da vorbeilaufst. Ach so. Alter, hat er mir einen Schrecken eingejagt. Das Bad. Nein, das ist ein WC eigentlich. Chill mal. Wie sie. Da ist ja keine wichtigen Items, ne? So. Brauche ich da nicht. Nee, da ist kein. Ich gehe geradeaus. Ja, erstmal alles investigaten. Erneut. Wo jetzt? Da wolltest du reingehen. Ich wollte links, genau. Das ist mies, in der Mitte von der Kreuzung, hey. 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 Bisschen dumm, hey. Ich blick doch schon immer durch. Das schaut gut aus. Irgendwo muss der Electric Room sein. Gate B, Junge. Okay. Lass mal gleich offen hier. Ja. Kann ich irgendwas droppen, ja? Nee, pass auf, du droppen. Dass ich es mir merke? Das würde ich nicht machen. Ah, das ist ja ein leerer Raum. Wieso kommt sowas vor? Ist es Absicht oder ist es ein scheiß Spielfehler? Das ist ein fucking Bug. Frag mal Alex B, was das soll. Alex B, was machst denn du bitte, hä? Gib dir mal ein bisschen mehr Mühe. The Programmer.
Das ist unser Running Gag, ne? Ja. Nur keiner findet ihn lustig, außer wir. Vielleicht finden alle Spähen wenigstens lustig. Ja. Es rührt ja daher, dass er uns irgendwann mal so viel Hintergrundwissen vermittelt hat. Ja, übel. Deswegen haben wir dann gemeint, dass er der Entwickler des Spiels ist und sich deshalb so auskennt. What the fuck? Ich habe ihn gesehen. Ich nicht, Mann. Der kam einfach rein. Ich habe ihn ja mal gefragt, keine Reaktion, hast du es gesehen oder nicht? Ach, da war ich schon? Scheiße. Ja, jetzt musst du geradeaus gehen. Nee, musst du der Kreuzung eigentlich. Ja, bei der Kreuzung dann geradeaus. Du so, bist ja links gegangen. Willst du mich verarschen? Ja, komm jetzt, schnell. Mousebug. Alter. Das ist schon die... Ne, das ist ein Gang. Oh, hast du es gehört? Das war der PC. Achso, nee. Nein, der PC ist ganz woanders. Ja, aber das war sein Sound. Guck. Ja, da warst du gerade eben. Ah ja, stimmt. Mein Gott. Die Orientierung. Ey, du müsst mich mal in echt immer sehen, weil ich, wenn ich irgendwo bin, wo ich noch nie war, da habe ich auch so eine Orientierung. Ich glaube, ich dann 20 Mal im Kreis. Hilfe. Das schaut gut aus. Das, da musst du nicht rein. Doch, da gibt's Weed. Ja, mein Gott. Pussy, Money, Weed. Oh, ein Bordraum. Wo ist er? Das ist ein Rotlichtraum. Auch ein Rotlichtraum. 360. Das ist aber nicht GTA, ne? Nee. Alter, ich bin erst erschrocken und dann musste ich fast lachen, weil er so geil die Treppe runter ist. Eric. Na, komm. Eric? Bist du's, Eric? Kümmer, mal lass. Meinst du, er sagt Eric, weil er denkt... Meinst du, er sagt Eric, weil er guck denkt, mal, wir sind... Guck mal. Dass wir Eric sind. Ja. Ich glaube, das ist das Einzige, was er sagen kann. So wie, ich bin Groot. Oder ja, genau. War das? Cooler Film. Ja, den fand ich echt... Das hat meine Erwartungen... Guardians of the Galaxy. Getoppt, Guardians of the Galaxy, genau. Hat zum Glück nichts mit Tag Superhelden zu tun. Ja, der war echt gut, Mann. Obwohl es so ein Marvel-Film ist. Ja, eben, deswegen habe ich auch nicht so... Weil allgemein so Marvel. Ja, hast jetzt die dummste Dog-Controller. Ach, so, ja, stimmt. Nur das Licht. Das Licht ist das Wichtigste. Nicht so ein Film wie Fagman oder sowas. Jetzt mal aufhören mit einem ganzen Film. Das ist ein Alter. Universal für Bat und Spider und was gibt's noch? Ich weiß es gar nicht. Iron. Iron, genau. Und Super. Super, genau. Wie Fagman. Jetzt können wir eigentlich zurück, ne? So, das Safen, Junge. Erstmal, ja. Mach. Mann, ich habe eigentlich keine Lust, so weit zu laufen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ja, so. Okay, gut, du machst mein Navi heute. Mein Navigator. Weil das Wort Gate steckt. Sorry, ich habe nicht so gespielt. Nichts Wirksames. Jedenfalls aber lustig. Dass das Wort Gate drin steckt. So wie in Slender The Gaze of Horror. Ja. Ja, da klingt es auch wirklich so, dass es nicht nur ein Bestand hat, das war, pass auf, da stand da vorhin. Ah, jetzt stell dir mal. You only live twice, weil ich gespeichert habe, nämlich. Oh, Slalom, oh. Hat es da gerade geblurrt? Kannst, nee, das ist. Blöde Sau, erschrickst mich immer. Weil die Tür da ist offen auf der Seite, ne? Da sind wir nicht reingegangen. Hä, ja, wie denn? Natürlich. Achso, die da. Der Forest war ja auch offen. Was liegt da eigentlich? Also ein Paper. Ich frag mich, so der Forest offen war. Ich frag mich, da ist zwar kein Raum dazwischen, ne? Schau, da ist der eine Teil von der Tür und da der andere. Ja. Ja. Das ist normal. Ich bin der Philipp, ich hab schon gewusst. Das muss so. Das muss, ich geh jetzt da wieder rein. Jetzt hättest du wieder hier einen Airwall raushauen müssen. Ei. Könnte eigentlich auch sein, dass der sich jedes Mal neu generiert. So. Das ist jetzt so finster. Ich glaube, du bist den falschen Weg gegangen. Ja, kann gar nicht sein. Ich bin da nicht mal an Abzeugung gekommen. Du bist der falsche Weg. Von Anfang an der falsche Weg schon. Doch, ich glaube direkt an der Tür ging es nach links und nach rechts. Hä, echt jetzt? Ja. Aber irgendwann kommt schon wieder eine Tür. Du bist falsch. Nein. Das wäre jetzt voll mies, wenn es so eine lange Sackgasse wäre. Der fordert sich am Ende wieder.
Bitte tu mir das nicht an. Aber doch. Es ist eine Falle. Ich will so eine Stimme sagen. It's a trap. Aha. Ich muss an der Stelle dann so ein Bild von Admiral Akbar einblenden. Es ist eine Falle. Ja, aber das will ich wegmachen. So. Gut, und ich weiß noch ungefähr, wo der andere ist. Falsch. Echt? Oh Mann, aber Ninetale Fox ist bestimmt jetzt schon zum Anfang die gelaufen. Müssen, die müssen wieder weg sein. Aber der die sind auch durchgegangen, ohne ihn anzugucken. Die wissen halt, was sie tun, das sind Experten, ja. Warte, bleib mal stehen. Du machst wohl die menschlichen Geräusche. Ja, das ist ja noch schlimmer. Nee, finde ich nicht. Ich fand es viel schlimmer, als er so gemacht hat. Herbert hat schon immer so gemacht, oder? Nein. Der wird komisch. Der hat so komische Kunst in der 066, die wir das letzte Mal gespielt haben. Jetzt dachte ich schon wieder, was liegt denn da? Aber es ist schon wieder die Glocke, verdammt. Mein Gott. Da versteckt sich halt irgendwo im seitlichen Raum. Also unter der Bank hier. Am Dr. Gier. Und im Schreibtisch. Wir brauchen den Code, wir müssen die Dinge verstecken, die Glocke. Moke. 7816. Das weißt du nur von mir, weil das mach kann mal, ich mir ausnahmsweise merken. Mach mal den Navigator an. Einen Moment. Ja, jetzt musst du nach links gehen. Nach links und geradeaus. To the left, to the right, to the left. Ach komm. Ich safe, weil das jetzt voll die Errungenschaft war, dass ich da durchgekommen bin. To the right, ja? Nein. Geradeaus, to the left, to the right? Nein, ich hab links und dann geradeaus, hab ich gesagt. Hörst du nicht zu? Kannst du da im Gameplay kannst du dann. Ja, ich hab's gehört, dass du geradeaus hast, aber ich hab gedacht, gerade rechts geradeaus. Gerade rechts, geradeaus, was? Halt's im Haar rechts. Was? Auf die Tür. Hier fahrlässiges Handeln. Wieso denn? Das steht ja nicht, wenn du schon 20 Mal durchgelaufen bist, ma. If you say so. And das will ich doch. Jetzt, sag mir, wo ich lang muss. Geradeaus. Du hast die genitale Orientierung. Oder? Doch, geh mal geradeaus. Ja. Geh mal. Sicher, ich muss ich bin mir nicht sicher, aber. Gibt's Sinn, zumindest. Ich reite gern andere Leute in die Scheiße rein. Ich glaube, das ist schon richtig. Oh. Nee, doch nicht. Pech. Dann musst du eins nach. Also jetzt. Ja, ich weiß links. Jetzt weiß ich. Was links? Ja. Nee, die andere Zone müssen wir doch. Hey, jetzt. Wir sind noch in der Heavy Zone. Ja, und hier ist der Computer. Mach Navi. Da geht's nicht weiter. Siehst du von. Ach so. Mal Navigator an. Ach Mann. Ja, da jetzt runter und da in die Richtung. Links dann. Ja. Sehr gut. Na, weiß ich nicht. Ja. Kann er kommen. Meinst du, da kann man reinfahren? Ja. Okay. Das passieren müssen. Karte heißt aber glaube ich was Schlechtes, oder? Die da hingelegt wurde, was Gutes war. Der ist ja da hingelegt bei 115. Ja, ich glaube, das ist richtig. Oh Mann, bitte, du mit einem glaubst immer, ich soll durch den Maintenance-Tunnel. Der ist immer noch scheiße, auch wenn du den einen gefangen hast, der andere kann immer noch kommen. Und der fährt nicht, Mann. Der fährt einfach nicht. Das ist aber schade. Was machen wir da? Probieren wir es nochmal. Sind das blutige Fingerabdrücke oder ist es random? Das da. Das ist ja, halt random ist Dreck. Es nicht, aber es ist halt Dreck. Ja. Ich bin ein bisschen gelangweilt gerade. Wir hätten nicht so viele, wir hätten nicht einfangen dürfen. Den Holzkohle. Na doch, das ist schon gut. Stimmt, fürs Durchspielen vielleicht sinnvoll, ja. Ich habe vorgeschlagen, dass wir den Arzt aktivieren. Ich weiß nicht mal, wo der Tunnel ist.
Du bist im Tunnel. Fuck, shit. Ja, komm. Wenn's wegbleibt, passiert nichts. Was, das geht jetzt? Ja. Ein Arschloch, Alter. Lass mich ja nicht dumm. Noch ein Schluck. Jetzt da. Da vorbei, oder? Ja, was? Jetzt geht's. Mich reicht die Ausdauer. Ja. Grunz mich nicht an. 3, 2, 1. Back snap. Oder snapback. Jetzt ist er weg. Alter, nein, ist er nicht. Aber wo muss ich jetzt hin? Jetzt kann ich ja nicht mehr kommen. Ja, auf der linken Seite kommt der Aufzug. Nee, aber nee, das ist da, wo die Pille ist. Jetzt weiß ich nicht, wo du gelandet bist, ehrlich gesagt. Jetzt kommt der Ausnahme von rechts. Ja. Nein, super spannend. Das in Happens, ja, hab ich gesehen. Minimal. Oh Mann, das wäre so das Mieseste überhaupt, wenn in einem Aufzug jemals ein SCP drin steht. Das wäre so böse. Jetzt habe ich mir runtergeschickt, oder? Kann das sein? Egal, brauchen wir eh nicht mehr. Hoffe ich, oder? Brauchen wir denn noch? Nö. Wir müssen nicht zurückgehen. Fuck, shit. Das ist auch nicht der einzige Weg. Hast recht. Ja, waren wir jetzt hier schon? Geradeaus. Ey? Ja, okay. Links ist ein Red Room und da ist der... Geh auf! ...den wir brauchen. Ach, wir müssen ja nochmal zum Electrical, oder? Wie ja. War das? Ach, Mann. Aber der ist ja dort, wo wir sowieso hin müssen. Hey, schon mal ein Verwandter von Rohr des Grauens. Ja, das ist wahrscheinlich das Rohr des Grauens. Ja, das andere Ende. Ach, die Pille. Oh, ist offen. Ach was. Geiler Gott Spaß. Sei Dank. Jetzt tut er wieder seinen Microsoft Sam Text vorlesen. Listen carefully. And I'm a hero. Da muss ich eigentlich warten, bis er fertig gelegt hat? Ne, du kannst einfach wieder gehen. Ach komm, warte mal, müssen wir das Event zerstören oder so. Okay. Krieg mal einen Schluck. Aber ich glaube, man kann gehen, das haben wir schon mal ausprobiert. Meinst du? Ich glaube schon. Schöne labert einfach weiter, ne? Und halt ihn dann bis draußen. Ich glaube, das Event ist in dem Moment getriggert, wo du den Raum betrittst. Wenn dieses kommt. Ja. Jetzt den Sound muss ich mal aus dem Ordner raussuchen. Fürs Intro, oder? Oder fürs Ending? Ja, fürs Ending ist ungeeignet. Ich habe eine Dolby-Demo, wo so ein ähnlicher Sound drin ist. In Lossless. Ich denke, Lossless hört man keinen Unterschied. Das kommt drauf an. Nee, ist auch wahrscheinlich kaum zu hören. Im Vergleich zu Vollqualitäts-MP3, wo, was wollte ich denn machen? Nev, wo muss ich wieder lang? Einfach geradeaus zurück, okay. Jetzt kommt immer auf die Anlage an. Im Auto zum Beispiel höre ich keinen Unterschied. Kann ich zum Beispiel 128 Kilobit MP3 hören. Und hier an der Anlage merke ich einen Unterschied. Zwischen 128 Kilobit MP3 und... Ich habe mal ein Lied gehört. Und da hat man, fand ich, so die Instrumente irgendwie besser rausgehört. Weiß auch nicht. Kann das vielleicht sein? Ja. So feine Sachen halt. Nee, besser differenzieren kannst. Der Abby hat mir mal einen Mix geschickt. Und da ist mir gleich aufgefallen, wie scheiße die Qualität eigentlich. Und das war 96 Kilobit MP3. Was man sagt eigentlich, das ist völlig ausreichend. Nee. Aber das war schrottig, das konnte ich nicht anhören. Nee, mit 96, das geht echt nicht. Zur Not. Was machst denn du? Ja, da ist eine Sackgasse gewesen, bist du denn dumm? Du musst doch nur am Rand entlang gehen. Du musst doch. Bist in die falsche Richtung gelaufen. Bist du zu dumm? Ja, jetzt machst du völlig. Ich laufe immer ins Recht. Was denn? Ja, ich komm schon irgendwann da an, wo ich will. Kommst dann da vorbei, wo du gerade herkommst wahrscheinlich. Ja. Dann landen wir wieder bei dem PC. Ach nee, du hast echt recht, Mann. Bin ich jetzt genau wieder in der Sackgasse, oder? Ja.
Ich weiß, ich hätte links rumgehen müssen, hätte Fahrradkette, das bringt uns auch nichts mehr. Allerdings. Ich gehe jetzt weiter rechts. Rechts. Rechts ist gut. Kacke Nazi, Alter. So. Kennst du Wichsen gegen rechts? Nein. Als sie diese Demonstration gemacht haben, haben sie da so Schilder hochgehalten. Und stand auf einem drauf, Wichsen gegen rechts. Hat der Stefan Rappert hier vor der Tag gezeigt. Das heißt dann so viel wie Mütze Glatze gegen Glatze. Ah ja. Oh mein Gott. Nein, ich blinze. Oh, der hängt irgendwo. Aber das ist auch gut, weil wenn die rechte Hand in der Nudel ist, dann kannst du ja schon mal nicht in die Luft strecken. Stimmt, vielleicht haben sie sich echt sowas dabei gedacht. Ne? Wahrscheinlich. Meinst du, ist es da aus? Du läufst schon wieder Panos zusammen. Oh Mann, ich find's nimmer. Verdammt. Volt Erudulin. Sag mir, wo es ist, bitte. Ja, irgendwo am Rand. Ich weiß nicht, was für ein Scheiß du zusammengelaufen bist. Es muss auf jeden Fall eine geschlossene Aufzug hier sein. Ah, Leute, das kann nicht sein. Ne, das ist der nicht, oder? Ist das? Ausprobieren. Fahr hoch und schau, wo du rauskommst. Sure. Ist das? Wenn das Dokument liegt, dann bist du auf der falschen Seite. Nee, ist richtig. Immer noch Sure? Ja. Sure. Ja, mein Gott. Siehst du? Oh, danke. Rechts. Jetzt geh mal nicht auf den Zeiger. Da kommt normal ein anderer raus. Ja, aber der schwarze Fleck, der erscheint erst, wenn er dort rausgekommen ist. Eben, also der ist nicht. Doch. Sicher? 100%. Ja, aber wo jetzt? Gerade links. Geradeaus über die scheiß Tür, wo nicht weitergeht. Und die nächste. Jetzt sterbe ich. Dadurch und die nächste rechts. Falsch. Ja, das ist halt schwierig. Das ist so. Naja. Symmetrisch, asymmetrisch. Ist schon recht. Ich mag es am Wort nur, weil Asi drinsteckt. Ja. Versuch nur, dich zu rechtfertigen. Ich rechtfertige mich von niemandem und vor allem nicht von dir, Junge. Was hat das zu bedeuten? Weißt du jetzt, wo es lang geht? Rechts, also ja, rechts. Also ja. Nee, weil du dich gerade so ein bisschen nach links gedreht hast. Rechts, jetzt links, jetzt geradeaus. Ich hab gerade ausgemeint. Aber wo ich dann zur Schule gedreht hast, dann doch rechts. Oh mein Gott, ich sehe schon wieder den Kommentar von Alex B. Fried hat ja mal voll die Orientierungslosigkeit oder irgendwie so eine Kacke. Was soll ich machen? Kann nichts dafür. Bin halt orientierungslos und völlig verplant manchmal. Immer. Eine Kamera. Vom Forest würde ich dann nochmal einen kurzen Safe machen. Weißt was? Mach schon mal hier ein. Und jetzt vom Forest gemacht. Da auch noch. Guck, okay, jetzt nochmal. Jetzt hat's abstürzen müssen wir Safe machen. Das Safe Game corrupted. Ich will den eigentlich immer einsetzen? Egal. Was heißt denn das, wenn es dunkel ist? Dass wir das heißt Tod, Gefahr. Dem Tod nahe sind? Das heißt, you're gonna die. Was ist der Forest bei Nacht? Ich finde irgendwie, dem Tod nahe ist eigentlich voll unlogisch, ne? Weil entweder man ist tot oder man lebt. Man kann nicht dem Tod irgendwie. Ja, du kannst aber tödlich verletzt sein. Ja, okay, und wenn du dann. Quasi auf der Schwelle des Todes tanzen. Die Schwelle des Todes ist doch das Sterben. Wenn du jetzt stirbst, dann bist du bei Tod. Ja, also wenn wir jetzt sagen, so, du kämpfst noch ums Leben, dann. Aber ist dann bist noch am Leben eigentlich. Du bist am Leben, aber du bist so gut wie tot. Richtung Tod, ja. Ah ja. Das ist irgendwie bescheuert, oder? Du musst. Dran an dem vorbei, das bringt es nichts. Es geht nicht!
Bist du jetzt sicher, dass ich es machen soll? Ja. Ich kann keine Items mehr nehmen. Habe ich jetzt scheiß Caps Lock aktiviert? Wo sehe ich denn das? Gar nicht. Was ist denn das für eine Tastatur? Die hat ein Display und du siehst den Caps Lock. Das liegt an Windows 10. Ja, das was unterstützt scheinbar keine LEDs. Eine halbe Stunde. Du hast es davor gespeichert, jetzt probier es halt nochmal. Mein Gott. Wenn du da durchkommst, dann haben wir es ja geschafft. Leute. Ist ja Gate B dann gleich hier der dritte Raum oder so. Dritte Raum rechts. Oder so, links? So ungefähr. Findet man dann schon. Excellent. Gate B war der erste Raum, den wir gefunden haben, nachdem wir durch den Forest durch sind. Tür und was soll ich denn jetzt deiner Meinung nach? Die Tür war schon wieder offen, obwohl die zu war, bevor du gesaved hast. Vielleicht ist es gut, vielleicht spawnt er jetzt woanders. Aber was soll ich denn bitte deiner Meinung nach machen? Ich komme da nicht vorbei an dem Scheiß. Nicht umdrehen, wenn du ihn siehst, einfach vorbeilaufen. Guck mal, jetzt kann ich uns. Du laberst doch. Mach gescheit. Du bist auch gestorben, wo mach du gescheit. Bei dem warst. Oder was du? Weil das Spiel müssen wir jetzt fertig machen. Ja, warte mal, das ist ein Dreiteiler, den müssen wir jetzt echt fertig machen. Den vier Teile muss ich geben. Erstens und zweitens wissen wir jetzt. Siehst du, was... Ja, weil du gemacht hast und im Moment stehen geblieben bist. Ich bin nicht stehen geblieben. Der war so schön auf dem Hang. Mein scheiß Mittelfinger ist auf dieser scheiß W-Taste geblieben. Oh Gott. Ich bin nicht beschissen stehen geblieben. Was macht man da? Nochmal probieren. Ja. Was willst du denn machen? Umdrehen und aus dem... Das Ding aus dem Ding locken, aus dem Forest. Es geht vor allem nicht, weil die Tür weg ist. Nein, die ist nicht weg. Die ist offen. Nee, nachdem du den Forest betreten hast, ist die Tür weg, oder? Nein, du kannst immer wieder da. Ich muss die doch immer wieder aufmachen. Bin ich schon zweimal durch. Du kannst die Tür, wenn du den Forest betrittst, kannst du auf jeden Fall nicht mehr zurückgehen. Du musst dann durchlaufen. Das ist nur eine Mauer, oder? Habe ich die noch an? Dreh dich eigentlich? Dreh dich um. Jetzt hast du angezogen. Ja. Nein. Won't budge, ne? Geht halt echt mit. Wo war denn das Won't budge? Kopf. Kopf, ja. Ja, hast du die Weste jetzt an oder nicht? Ja. Ich würde es ausziehen. Du kannst vielleicht ein bisschen besser rennen. Ja, aber nicht so viel überleben. Oder meinst du, der macht immer One-Hit-KO? Ich glaube, das. Nee, ich glaube, da kann ich zweimal erwischen. Vielleicht ist es vom Blinzen abhängig, wann er kommt. So nach dreimal oder so? Ja, bestimmt. Komm jetzt, du dumme Sau. Oh. Du kannst ihn wegblinken. Ja, jetzt um die Kurve rechts. Da. Okay. Okay, Papa. Wie bei Ding. Bei Freddy. Ja. Du musst auch mal blinzen, dann ist er weg. Wahrscheinlich war das immer Zufall, es geht gar nicht, aber. Ja, der Mario kann hat irgendwas gemeint. Dass man die wegblinken kann. Hast du es eigentlich auch gerade gesehen im Augenwinkel? Ja, so ein bisschen dabei. Ich glaube, er ist runtergejumpt und verfolgt uns from behind. Hinter dir. Behind you. Bitte keine Sackgasse, bitte keine. Kitzelt schon in deinem Darmausgang. Ja. Anuswurzel. Die hat bestimmt so eine lange, schmale Zunge mit so einer Spitze. Zweigeteilt. Nee. Nur eine. Stimmt, das wäre Reptilien. Nee, nicht Reptilien. Schlangen. So ein Ameisenbär. Ja! So eine Zunge hat er. Wo bin ich? Ah, okay. Eieiei. Passt. Safe, du kleine Sau, du. Jetzt hätte ich fast was Schlimmes gesagt. Was denn? Das kann ich hier nicht on cam sagen. Alter, ja, komm. Du blöde Sau. Alles safe. Ja, komm jetzt. Das sah gerade richtig mies aus, wie er hinter den Schreibtisch ja. So. Vor allem, er läuft weiter. Please. Er läuft da so ein Slalom please. Ab. Please. Bitch, ja, ja. Please. Ja, ja. Gut, dass wir nicht da runter müssen. Ja, wahrscheinlich Gate A, aber ich weiß nicht. Wir machen halt Gate B. Ja, was passiert bei Gate A, wenn man den 106 contained hat? Ja, mach B. Es gibt so ein Ding, so ein Paradoxon und dann löst sich das Universum auf. Da, oder war's dann? Ich glaub schon. Siehst du ihn? Siehst du ihn, Junge? Duf, duf, duf. Der ist voll. Der bleibt immer länger irgendwie. Nix wurscht. Jetzt rechts. Rechts. Da ist es doch. Leute. Leute, nach drei scheiß Episoden. Jeweils eine Dreiviertelstunde fast.
Was? You can't save, dann muss ich hier raus. Ja, ist denn jetzt komm, geh da. Nein, durch. Wir hatten das schon mal, weißt du noch? Da hat sich das scheiß Spiel aufgehängt. Ich sag ganz halt Scheiß, sorry. Scheiß, Scheiß, Scheiß. Penis! Ist der Titel für die Episode. You need a Keycard? Was habe ich denn gerade gehabt, bitte? Keine Keycard. Jetzt komm, mach gescheit. Nimm die Keycard in die Hand. But nothing happens. Ich muss den scheiß Strom wieder anmachen. Ja. Geil. Nächste Episode. Jetzt wirklich, Mann? Ja, aber das ist ja auf der Seite. Ist es? Vom oh ja! Best Reaction ever. Ja! Oh Mann, Alter. Als ob jemand einen Besen in den Arsch rammen würde. Oh ja. Mein Gott, das müssen wir als Intro benutzen. Aber wo kam ich her und wo muss ich hin? Oh Gott. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Ich habe jetzt nicht mitbekommen, wie oft du dich jetzt da gedreht hast. Guck auf den Navigator. Ah, ich glaube doch, das ist richtig. Ja. Ich lasse jetzt hier alles. Geradeaus, Bitch. Stimmt, weil da auf der anderen Seite auch ein Red District war. Oh Mann, jetzt hör doch auf, wie oft kommst du noch? Lass ihn doch. Du blöde ja. Dumme Sau. Ja. Das muss ich mir selber nochmal reinziehen. Ja. Das war lustig. Auf jeden Fall. So, das Intro. Super neue Trailer, Alter. Mach's einmal in normal und dann nochmal in Zeitlupe. Ah, du hast auch einen guten. Nee, das war. Ach, das ist eine andere Episode. Ja. Das ist schon wenigstens so. Ich komme da nicht hoch, Mann. So. Ja! I'm coming! Oh, was ist das? Ich hab's kaputt gemacht, glaube ich. Door Control. On. Ja. Hab ich sie zerstört? Nein, egal. Door Control muss on sein. Ich bin jetzt schon verwirrt, wo ich rumlaufe. Voll Electric Lady. Jetzt links. Echt? Das hätte ich jetzt auch noch gewusst. Aber wir wissen jetzt gar nicht, wie es da weitergeht. Ey, weißt du. Digga. Ja, können wir das FBN nächstes Mal machen, geht auch machen. Digga, dein Ernst. Das ist mir jetzt gar nicht. Wird doch noch. Eric, hat er gesagt? Nee, ich hab's gehört. Nein, das war Eric. War das Eric sicher? Ziemlich. War das nicht 80%, wie du sagen würdest. Oder 66,67. Ich hätte jetzt gesagt, dass es 20% Eric ist und 80%. Nein! Corrupted, Junge. No, oder? Meinst du, es läuft noch? Und mal die Aufnahme. Ausprobieren. Aber er läuft. Er hat nicht. Oh Mann, er läuft die ganze Zeit jetzt. Ich laufe automatisch. Er drückt W. Ah, okay. Stopp. Wir machen jetzt hier die Aufnahme Stopp. Gucken, ob es noch geht und spielen weiter. You know? Ja, dann mach. Läuft, wir sind wieder da. Du musst halt den letzten Part nochmal neu suchen, ne? Ah, scheiße, das muss ich wieder bearbeiten. Oh mein Gott. Bin ich richtig? Schau mal. Weiß nicht. Der kleine Bengel ist nicht da. Das wird gut. Wäre jetzt ein guter Abschluss gewesen. Ja. Gay-Wesen. Gay-Wesen? Gay-Wesen. Sicher? Genau. Das ist falsch. Oh, da muss ich nochmal durch. Nein. Sicher? Ja, ich muss jetzt zu Gate B. Ach ja, klar, aber hey, den Electric haben wir ja. Ich bin schwer. Hey, und da, ey. Oh, du Arsch. Ist doch lässig. Du blöde Sau. Verpiss dich jetzt. Schon wieder. Das ist immer noch. Der hat kein Live, Alter. Der hat kein Live und der ist am Grinden den ganzen Tag. Du bist auch ein Ghost. Du hattest mal ein Live vielleicht. Okay, deswegen hat er keins mehr. Ist er ein Ghost? Was ist das? Ein No-Life. Das ist ja FGT. FGT. Da? Nee, das nein. Ist Red Room. Nein. Shaw? Falsch. Da lang. Ist Shaw? Nächster rechts. Also nicht den, sondern an der nächsten Kreuzung. Da ist rechts. Oder? Ne, das ist ein Red Room. Da auch aber. Ja, dann rechts. Oder? Jetzt rechts. Ja. Ja, du bist doch schon wieder so verplant, dann muss ich lieber gucken, ey.
Im nächsten rechts, 100%. Ja, da geht's gar nicht mehr weiter. Ah, schau, Eric. Alle, die paaren sich, Alter. Die machen Sex. Und die haben, die chillen gerade eine Runde. Guck, S-E-K-S. Guck mal, das ist falsch. Da sind wir nie weitergegangen. Ich stand da gerade wieder. Ja, dann geht's zurück. Doch, waren wir. Nein, da waren wir nicht. Das ist nicht Dr. Room. Nur Dr. L. Alter, ich muss wieder durch den scheiß Forest. Nein, ein Schmann. Nee. Du musst doch nicht durch den Forest. Ja, wo und dann? Sag mal bitte. Geh mal links. Da ist nichts. Okay, weiter. Das ist, ja, guck mal, ey. Ja, dann geh zurück zum Forest, aber nicht durch. Weil das Gate B ist hundertprozentig auf der Seite. Wie konnte ich mich darauf verlassen, dass du weißt, wo es lang geht? So, jetzt. Guck, tipp mal alles ab. Das könnte es ja nicht sein. Und danach rechts. Vielleicht. Fail Play, also das ist ja ein richtiges Fail Play. Bitte, jetzt. Ja! Ist... Ja! Ja, ist recht. Mutter macht morgen Fanparty. Ja, los, Alter. Also, bitte. Hand. Halleluja. Yeah. Jetzt freeze. Oh, check mal den Raum hier. Guck mal links und so. Was ist da kaputt? Ja, guck mal links und so. Was ist denn da? Ah, ja. Das Window, Windows, oder war es kaputt schon mal? Ja, das macht nichts. Dass sowas in einer Nicht-Custom-Map vorkommt, ich glaube, jetzt hängt sie das Spiel eh auf, wenn wir oben sind. Ja, lauf halt nicht so schwul rum. Ach so, weil es auch schlimm ist fürs Spiel, ja, wenn ich meine X- und Y-Koordinate verändere. Stell dir vor, hier kommt das Phantom, wäre auch lustig. Sind wir schon mal dahinter gelaufen? Da geht's da auch rein? Geht's nicht, ne? Da kommen wir überhaupt runter? Du musst immer wieder den Zaun. Das ist voll crazy. Da hast du einen Tabletten nicht genommen. Der Computer, genau. Machen wir das auf der Helikopter. Ja, schön. Was ist denn da? Er muss hier doch schnell rennen, bis ich abgeknallt werde. Von wem denn? Von einem Helikopter? Von welchem Helikopter? Da ist immer ein Helikopter gewesen. Ja, 10 Stück. Boah, da ist ein Sniper-Junge. Der gibt mir einen Header. Der hat dich nicht mal gesehen. Weil ich so ein bisschen geschlichen bin. Gestealthed. Jetzt kommen die Helikopters. Die Tür ist zu, kann sein. SCP-682 just broke out at Gate B. Scheiße. Schnell zurück zu Gate B. SCP-682 is out of the facility. Also sieht man, meinst du, in einem sieht man das? Nee, ne, oder? Nee, bestimmt. Soll man uns die Show geben? Drei Helikopter, einer stürzt vorher ab. Da sieht man jetzt so eine Pranke. Nee, immer noch nicht. Ja, aber lustig. Kannst du auch da rausgucken. Oder kann man rausgucken? Mach die Tür zu. Den Atombunker mit Fenstern. Wenn du den nuklearen Blitz noch siehst. Ja, ist das vielleicht der Nuclear Blast Shelter? Ja, wahrscheinlich. Und wir kommen nicht ran. Verrecken ordentlich. Guck mal, der Rauch ist voll schlecht. Ja, guck mal, da sieht aus wie so ein Lager. Du konntest da die Konsole benutzen, vielleicht steht da zufällig ein Code. Glaube ich zwar nicht. Freeze. Tedlock, bla bla bla. We don't know how 682 reacts to nuclear weaponry. Weaponry, habe ich auch nicht gehört. Aha. Also da ist nix. ICMP, TTL, Ping. Voll Informatiker-mäßig. Exit. Ah, ne, auch nicht. Naja, da ist vorbei. Da. Ja, das Ziel ist ja, wenn du gestorben bist durch die Explosion. Das ist ja quasi das Ending. In Harakiri, oder? So ungefähr. Alter, das Alter. Oh ja. So, so. Leute, nach drei Parts haben wir es geschafft.
du beim ersten Mal in der Pocket Dimension gewesen? Schon, oder? Nee, das geht der Pocket Dimension nochmal nicht. Ach, da, nee. Da sind wir nicht mehr rausgekommen, oder? Und dann habe ich es neu angefangen, in der 100. Recontained. Ah, das mit dem Tesla-Gate muss man auch machen, aber da haben wir den. Was ist SP055? Und Doktor, die Doktor Office haben wir auch nicht. 55? Kenne ich gar nicht. The fuck is SCP-055? Wir haben recontained, Mann. Da musst du gleich mal nachschauen. Hä? Oh mein Gott. Ich guck mal auf die Wiki-Seite. Kita. 5 by 5 by 2.5 meter square room. Cement. Faraday cage. It's a self-keeping secret or anti-meme. Information about SCP-055 physical appearance as well as its nature, behavior and origins is self-classifying, to clarify. Ach, dann ist es ein Witz, oder? Das ist ein Gag. Blöder Gag. Blöder Gag. Also wir haben es geschafft. Scheiß auf die Attachments. Was SCP-055 ist. Das ist ein unsichtbares SCP, das ist selbst erklärt. Gescheits. Self-explanatory. Ich mag das Wort voll. Didn't use console commands, wie immer. Jo. Ja, was gibt's als nächstes? Was machst du denn, was macht man dann? Du wolltest... Ding, erstmal hier die Fearing HD Community Mod, das Update. Und die Freddy Breach Mod. Das sind die zwei nächsten Sachen auf jeden Fall. Okay. Dann bist du bescheid, ne? Ha, jetzt habe ich deinen Spruch weggenommen. Liken oder disliken, wenn es scheiße war. Aber zwei sind Dreiteiler und ein Walkthrough mal wieder. Das passt ja, wir schließen so den Kreis. Aber am Anfang war dieses dreiteilige Walkthrough jetzt bei 100 wieder. Ja, hör mal auf, oder? Nee. Natürlich nicht. Sag sowas nicht, dann plötzlich droppt die Abonnentenzahl ordentlich. Ja. Ihr wisst Bescheid, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal und ja. Ja. Schieß mal das Video ab. Das war jetzt lang genug. Ja. Drück halt. Ja. Nicht mal das auch insgesamt, also nicht nur dieses Video, sondern in Verbindung mit den anderen. Ja, zusammen. Ja. 2,5 Stunden sowas. Ja. Hart. Auf eine DVD packen und rausbringen. Auf eine Blu-ray. SCP The Movie. Passt auf eine Blu-ray drauf? 2,5 Stunden müsste schon gehen. Ich weiß nicht, von der Datenmenge her schon, aber ich weiß noch, wenn du es als Blu-ray machst, dass es da nicht so wie bei einer DVD ist. Da passen ja auch nur 120 Minuten. Oder ich weiß nicht, wie es bei Double Layer ist. Was labern wir hier eigentlich? Nix Gescheites. Komm, wir machen jetzt Schluss. Ja. Bleibt geschmeidig. Tschüss.